Das heißt, wir hatten Westfernsehen und ich habe die Sesamstraße immer gern gesehen. Und ich finde, da bringt unsere demokratische Mainstream-Presse doch den Kindern eigentlich das Richtige bei. Denn ihr kennt ja alle die Titelmelodie der Sesamstraße, die da lautet: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer, wie, was, wer nicht fragt, bleibt dumm. Was mache ich einfach? Ich hinterfrage das System. Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich hinterfrage das System, ich zweifle und komme dann zu gewissen Schlussfolgerungen, die wir heute von vielen tollen Vorrednern und auch danach werden noch einige reden, dazu gekommen sind. Und viele, die mit mir ja schon, wenn ich hier die Veranstalter sehe, lieben Dank nochmal an alle, viele Mahnwachengesichter 2014 sehe ich heute wieder hier. Hier haben wir das erste Mal laut gebrüllt mit der Band Paragraph 117, Ruhestörung meiner Band, im Juni, genau vor 6 Jahren. Wollt ihr uns verarschen, haben wir da gebrüllt. Das kennt vielleicht noch der eine oder andere. Da war ich noch die Stimme des Zorns. Wollt ihr uns verarschen? Ja, und wir haben alle was erlebt in den Mahnwachen, dass wir uns leider in Kleinigkeiten auseinander dividiert haben. Wir waren nicht alle Veganer, wir waren nicht alle in Sachen Chemtrails unterwegs und wir waren auch nicht alle UFOs jagen und schon haben wir uns getrennt. Das heißt, ursprünglich kamen wir zusammen für Frieden, für Gerechtigkeit und Freiheit und haben es dann zugelassen, dass wir uns selbst entzweit haben, nur weil wir nicht in allen Punkten einer Meinung waren. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und wichtiger Faktor, wenn es um Frieden geht. Stopp, Rammstein! Stopp, ja! Seit 2017 repräsentiere ich nun eine Schwimmliga in der Russischen Föderation. Ich schaue dort regelmäßig in die Augen von unschuldigen Kindern und besorgten Eltern. Besorgt, weil neben der NATO-Osterweiterung und deren scheinbar unendliche Aufrüstung auch aktuell die NATO-Übung Defender 2020 eine pure Provokation gegen Russland darstellt. Statt jedoch deutsche Journalisten und Politiker diese Provokation verurteilen, wird jeder Strohhalm gesucht, um in Russland einen Feind zu sehen. Es werden Fakten und Tatsachen verdreht, nur um auf Teufel komm raus ein Feindbild Russland aufrechtzuerhalten. Auch um auf Grundlage vieler Lügen über Russland Rüstungsausgaben wie 2019 in Deutschland in Rekordhöhe und ein scheinbar unendliches Aufrüsten zu rechtfertigen. Ich kenne jedoch Russland mittlerweile sehr gut und darf jederzeit behaupten, dass Russland nicht der Feind ist, wie ihn manche Politiker oder auch transatlantische Medien darstellen. Die russische Nation möchte in Frieden mit uns leben und Russland ist und bleibt unser Freund. Stopp, Rammstein! Stopp, los! Also, wie gesagt, ich will halt heute auch über Rammstein reden, wie die meisten anderen hier. Den Schaden, den diese Basis angerichtet hat, ist einfach nicht mehr tragbar. Und das ist halt das große Problem. Es bringt halt nur Tod und Leid und trifft halt wirklich die Leute, die sowieso schon in Problemländern leben oder halt in schlechten Situationen. Und die meisten Leute, die wirklich davon betroffen sind, sind Unschuldige. Dieses Problem ist halt schon lange und deswegen bin ich der Meinung, dass die Basis geschlossen werden muss. Weil sie bringt keinen Nutzen, sie verursacht nur Kosten. Und ohne Deutschland, ohne diese Basis, könnten diese Drohnenangriffe nicht geflogen werden. Die Amerikaner könnten ihre Drohnen nicht steuern und in den Nahen Osten aussenden, wenn wir es nicht zulassen würden. Wenn wir nicht Druck auf die deutsche Regierung ausüben, damit diese Basis geschlossen wird, werden diese Morde weiter verübt. Stopp, Rammstein! Stopp, los! Wenn wir bei Rot über die Ampel fahren, jeder von uns wird bestraft, wenn er erwischt wird. Wenn Politiker gegen das Grundgesetz verstoßen, das höchste aller Gesetze. Was passiert dann? Nix. Das Grundgesetz wird heute nur noch benutzt, um politische Gegner zu bekämpfen. Denn die politischen Parteien in Deutschland haben es versäumt, die Gebote und Verbote des Grundgesetzes umzusetzen ins Strafrecht. Eins haben sie gemacht, weil das stand ausdrücklich im Grundgesetz drin, dass das gemacht werden muss, da mussten sie es dann machen, das war der Paragraph 80. Nun gab es aber
aufgrund des Paragraph 80 jede Menge Anzeigen, weil Deutschland hat an Angriffskriegen teilgenommen. Viele wissen es vielleicht noch gar nicht, aber Deutschland hat effektiv an Angriffskriegen teilgenommen. Also gab es Anzeigen beim im Generalbundesanwalt. So, und was hat er gesagt? Ja, im Grundgesetz steht, wir dürfen keine Angriffskriege vorbereiten. Aber wenn wir daran teilnehmen, ist das ja nicht so schlimm. Das steht dann in dem Grundgesetz drin. Also sind manchmal hanebüchen und lächerliche Entscheidungen. Auch zuletzt in Hinsicht beim Syrienkrieg sind Begründungen gewesen, die einfach, da kann man nur mit dem Kopf schütteln, aber Staatsanwälte sind abhängig von Weisungen des Justizministers. Das heißt, wer wird seinen eigenen Chef anklagen? Deshalb dürfen deutsche Staatsanwälte auch keine internationalen Haftbefehle ausstellen. Stopp, Rammstein! Freunde, das sind neben unserer Familie die wichtigsten Menschen im Leben. Ihnen kann man vertrauen. Sie helfen, wenn du Hilfe brauchst. Sie sagen dir die Wahrheit, auch wenn das manchmal unangenehm ist. Sie verraten und verkaufen dich nicht. Freunde reden nicht schlecht über dich. Sie nehmen Rücksicht auf deine Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle. Freunde bestehlen und erpressen dich nicht. Sie setzen dich nicht unter Druck und sie machen dir keine Angst. Daraus folgt, und hört gut zu, wer dich belügt, ausbeutet, beschimpft, verleumdet, ausspioniert, erpresst, deine Wünsche missachtet, deine Kinder an die Front schickt, dich bevormundet, ängstigt oder deine Freiheit beschränkt, ist nicht dein Freund. Und er will's auch nicht sein. Stopp, Rammstein! Und wir leben in einem Europa, in dem Julian Assange seit Monaten, seit Jahren im Gefängnis sitzt. Und diese furchtbare Tat an Julian Assange ist nur ein Beispiel, aber ein ganz schlimmes Beispiel für die Bekämpfung der Meinungsfreiheit. Und wir wollen, so haben die Veranstalter es gewünscht, eine Schweigeminute für Julian Assange einlegen. Und dazu möchte Anneliese noch ein paar Worte sagen. Es ist sehr schön, dass der Name Julian Assange heute vielfach schon gefallen ist. Das ist ganz wunderbar, weil die Veröffentlichungen von Julian Assange drehen sich natürlich auch um die Airbase Rammstein. Also wie gesagt, ich denke, Julian Assange sollte unter uns sein, sollte heute unter uns sein. Und zur Schweigeminute, wo niemand genau auf die Uhr gucken wird, aber möchte ich etwas schwenken, während wir alle an Julian gedenken und ihn hier unter uns vorstellen. Und zwar ist das... Habe ich gestern noch gebastelt. Das sind gelbe Bänder. Ich weiß nicht, wer kennt diesen Song? Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Und wir vermissen dich schon so viele Jahre. Und sag mir, wenn du zurückkommst, sagt dann der Gefangene, dann will ich ein gelbes Band im alten Eichenbaum sehen. Und für Julian Assange sollten wir viele solcher Bänder jetzt überall verbreiten, vielleicht auch am Bundeskanzleramt, am Zaun des Bundeskanzleramts. Dann wollen wir mal schweigen. Was die meisten von uns nicht gesehen oder geglaubt haben, war die ungezügelte Entfaltung eines Systems, das ich neoliberale Wirtschaftsordnung nannte und mit dem Versprechen antrat, die elementaren Grundprobleme der Menschheit zu lösen. Wir blicken auf eine Folge von Ereignissen zurück, die wir aus heutiger Sicht kritisch bewerten müssen. Der zentrale Wendepunkt der Phase nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme war der 11. September 2001.
der Beginn des War on Terror. Ihr kennt die Geschichte. Rammstein war für mich bis dahin ein Ort, an dem sich am 28. August 1988 bei einer Flugshow ein katastrophales Unglück ereignet hatte. Spätestens mit den Enthüllungen von Edward Snowden wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, dass die US Airbase Rammstein eine zentrale Rolle im Drohnenkrieg spielt. Die Airbase Rammstein ist so alt wie ich, ziemlich alt. Lassen wir sie nicht vergreisen, sondern in Würde abtreten. Ich war 2015 in Kiew auf dem Maidan. Auf dem Maidan, da standen die Bataillone und die Bataillone haben geworben um Freiwillige für den Krieg in der Ostukraine. Ich war in Kiew und ich habe es gesehen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Neben dem Maidan gibt es eine nette Bar, eine Kneipe, eine Porter's Bar. Die brauen ihr Bier selber, es gibt Live-Musik und dort hängen die Flaggen vom Bataillon Azov und die vom rechten Sektor. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und in der deutschen Berichterstattung gab es darüber kein Wort. In der Ukraine gibt es keine Faschisten. Es ist gelogen. Wenn ich mit meinen russischen Freunden spreche, dann gibt es für die nahezu unisono gibt es einen Sündenfall, den wir begangen haben, und das war der Überfall der NATO auf Jugoslawien. Damit war für Russland und für meine russischen Freunde, das ist geradezu das Symbol, dass der Westen kein zuverlässiger Partner ist, dass wir andere Interessen verfolgen, dass wir nicht in Frieden gekommen sind, dass wir kein gemeinsames Haus Europa bauen wollen. Seitdem entfernt sich Russland zunehmend von uns. Natürlich wird in Russland wahrgenommen, dass die deutsche Kanzlerin zur 70. Jahresfeier des Sieges über den Faschismus nicht in Moskau war. Zur 75-Jahr-Feier hat sie es auch nicht geschafft. Es gab da allerdings eine gute Entschuldigung. Es gab Corona. Natürlich nimmt man in Russland wahr, dass in Europa, in der EU, dass die Geschichtsschreibung geändert werden soll. Natürlich nimmt man wahr, dass plötzlich die Sowjetunion mitverantwortlich für den Zweiten Weltkrieg sein soll. Als Deutscher schäme ich mich dafür. Ich schäme mich vor meinen russischen Freunden und ich schäme mich auch für das Schweigen der deutschen Medien. Wir brauchen dringend mehr Austausch. Politik und Medien werden diesen Austausch aktuell nicht leisten. Sie verweigern sich diese Aufgabe. Politik und die Medien schlagen aktuell keine Brücken. Daher müssen wir es tun. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Ich war noch nie bei Stopp Rammstein in Rammstein. Und das hat einen Grund. Und ich habe allen meinen Mitaktivisten gesagt, wenn ihr irgendwann mal nach Berlin kommt und da euer Anliegen adressiert, bin ich sofort dabei und jetzt bin ich heute hier. Also ganz klar, weil für mich ist der Adressator die Bundesregierung und natürlich die amerikanische Botschaft. Hier, genau hier sind wir richtig. Jetzt ist die Zeit für Selbstverantwortung, denn wir sind alle freie Menschen, als freie Menschen geboren. Und wie unser Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, sind wir auch, ist unsere Würde unantastbar. Wer also diese beiden Dinge verstanden hat, ich bin als freier Mensch geboren und meine Würde ist unantastbar, der weiß, was hier zu tun ist. Mehr muss man gar nicht sagen. Keine künstliche Intelligenz, denn die Drohnen, die über Rammstein in den Nahen Osten fliegen, sind auch von künstlicher Intelligenz getragen. Und diese künstliche Intelligenz kann sich auch ganz schnell gegen Weichziele richten. Ich denke, es ist Zeit zu erkennen, dass wir weder Personen sind, noch Humankapital, noch Weichziele, noch Human Resource. Wir sind Menschen. Stopp, Rammstein! Stopp, stopp, stopp. Beginnen mit einer Frage. Und zwar, was wollen wir? Wollen wir, dass in Deutschland und anderen Teilen Europas Jahr für Jahr Kriegsmanöver wie US Defender Europe 2020 stattfinden? Nein. Nein, das wollen wir nicht. Gibt es ein Mittel,
uns dieser Manöver zu entledigen? Ja. Ja, das gibt es. Wollen wir, dass der deutsche Militärhaushalt entsprechend des irrsinnigen 2%-Ziels der NATO von 42,9 Milliarden auf ca. 80 Milliarden Euro pro Jahr steigt? Nein, das wollen wir nicht. Gibt es ein Mittel, diesen Irrsinn zu verhindern? Ja. Ja, das gibt es. Wollen wir, dass in Deutschland US-Atomwaffen gelagert bleiben? Nein. Und von hier aus womöglich zum Einsatz kommen? Nein. Nein, das wollen wir nicht. Gibt es ein Mittel, uns der Atomwaffen zu entledigen? Ja. Ja, das gibt es. Und was für ein Mittel ist das? Dieses Mittel heißt Kündigung des Truppenstationierungsvertrags. In Kombination mit dem Austritt aus der NATO. Der Truppenstationierungsvertrag stammt aus dem Jahr 1954 und heißt genauer Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland. Er gestattet es den USA, Großbritannien, Kanada, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und Dänemark, in Deutschland militärisch präsent zu sein. Doch der Truppenstationierungsvertrag kann infolge von Notenwechseln vom Herbst 1990 mit 2-Jahresfrist gekündigt werden. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Dass es bei Kriegen um Menschenrechte geht, glaubt man auch nur, wenn man sicher zu Hause weit entfernt auf dem Sofa sitzt und ab und zu eine kurze Videoeinspielung der Tagesschau sieht. Und dabei wird genau darauf geachtet, dass man allerhöchstens mal ein paar saubere Tote sieht. Keine jungen Männer, denen Schrapnellen die Beine abgerissen haben. Keine Kinder, die noch Jahrzehnte später missgebildet geboren werden. Durch Uranmunition, wie im Irak. Oder bis heute durch Agent Orange, das US-Entlaubungsmittel im Vietnam. Krieg darf nicht aussehen wie Krieg, wenn man ihn den Zuschauern auf dem Sofa verkaufen will. Ja, es ist nicht die Bundesrepublik, die die meisten Kriege anfängt. Aber allein das Beispiel Agent Orange zeigt schon, dass sie irgendwie immer mit dabei sind. Dieses Gift wurde damals von Monsanto in Zusammenarbeit mit dem Chemiekonzern Bayer produziert. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Man muss, wenn man darüber spricht, auch mal klar definieren, was Terror eigentlich ist. Und es gibt in Deutschland ein Terrordateigesetz. Darin ist definiert, Terror ist die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, um politische Ziele zu erreichen. Genau das passiert in Rammstein. Das ist Terror. Und wenn jetzt die Bundesregierung sich am Kampf gegen Terror beteiligen möchte, dann haben wir hier eine ganz einfache Lösung. Die steht hier drauf. Kündigt Rammstein Airbase jetzt. Willy Brandt hat einmal gesagt, und es ist inzwischen auch Staatsräson in Deutschland, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Von deutschem Boden geht aber Krieg aus und die meisten Leute wissen es gar nicht. Von Rammstein aus wird dieser Krieg koordiniert. Wer will denn den Krieg hier? Die meisten Menschen wollen keinen Krieg. Es gibt nur ganz wenige Profiteure, nur ganz wenige Finanzkonzerne, Wirtschaftskonzerne, einige wenige Inhaber von riesigen Kapitalsammelbecken, die von Kriegen profitieren. Und wenn wir entgegen dem, was eigentlich in einer Demokratie jetzt getan werden würde, wenn wir entgegen diesem Wunsch nach Frieden trotzdem Krieg führen, dann heißt das, wir haben hier keine richtige Demokratie. Es ist eine geldgesteuerte Scheindemokratie. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Ich war dagegen, die Aussetzung von Defender wegen Corona zu fordern als Friedensbewegung. Der erste Grund liegt auf der Hand. Wenn man unter Merkel etwas fordert, was aus äußerlichen Gründen die Kriegspolitik einschränkt,
kann man sicher sein, dass dieselben Gründe dazu herhalten, das zivile Leben erst recht und noch mehr einzuschränken. Wir wurden 219 gewarnt. Mit den sozialreaktionären Maßnahmen, die die Herrschenden als Klimabewegung auf der Straße fordern ließen, CO2-Steuern, Konsumverzicht für die Werktätigen, Preistreiberei, Vernichtung von Industriearbeitsplätzen, damit machten sie auch deutlich, wie sehr ihr Interesse auf die Errichtung eines Ausnahmezustands abzielt, damals als Klimanotstand verbrämt. Deshalb besteht kein Grund, die richtigen Losungen zurückzunehmen. Deutschland darf kein Aufmarschgebiet ihrer Kriegsgruppen sein. Punkt. Egal ob mit oder ohne Corona, ob mit oder ohne CO2. Außerdem, der militärische Lockdown war keiner. Für Defender heißt das, der Bruch des 2+4-Vertrags wurde fortgesetzt. Kein Soldat, geschweige die eingeschleppten Waffen, wurde zurückgeschickt. Sie üben fleißig weiter. So ist es auch mit dem gesellschaftlichen Lockdown. In Deutschland wird er so durchgeführt, dass im Ausnahmezustand so viel Lockerung enthalten ist, dass die verschärfte Ausplünderungs- und Ausbeutungsoffensive gegen die Lohnabhängigen, gegen die Kleingewerbetreibenden und mittleren Betrieben weitergeht. Das führt zu der Situation, dass in der Konsumsphäre und Freizeit Schutzvorschriften gelten, die an den Ausbeutungsstätten in Werkshallen ignoriert werden. In der Lockerung wird wiederum so viel Ausnahmezustand enthalten sein, wie sie brauchen, um dasselbe Spiel jetzt unter der vollen Wucht der Wirtschaftskrise fortzuführen. Stopp, Rammstein! Stopp, no! Freunde, seid ihr, weil ihr die gleichen Werte mit mir teilt, ihr habt verstanden, was das Wichtigste ist. Ohne Frieden ist alles nichts. Und deswegen sind wir heute hier. Wir setzen ein Zeichen für den Frieden, Freunde. Der Willy Brandt, der hat das damals gesagt. Ohne Frieden ist alles nichts. Und der Willy Brandt, der war ja hier, wir sind in Berlin, auch ein ganz wichtiger Mensch und er hat Berlin sehr geliebt. Er war ja hier auch früher regierender Bürgermeister und genau hier am Brandenburger Tor, das war für ihn ganz wichtig, weil hier nämlich Ost und West zusammengekommen ist. Und ich habe die Tränen in den Augen noch in Erinnerung, die er damals hatte, als er hier stand. Und es ist doch verrückt, wie einige Jahrzehnte danach, nach dem Zusammenkommen Deutschlands, unsere Medien und unsere Politiker durch ihre Rhetorik die Menschen in Ost und West wieder spalten. Freunde, das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind für Frieden in der Welt, aber auch in Deutschland. Dieser Willy Brandt, dieser Friedensnobelpreisträger, der hat noch etwas anderes gesagt. Er sagte, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Aber es ist schon mehrfach gesagt worden, durch Rammstein geht wieder Krieg aus. Von deutschen Boden, eine Sauerei, das müssen wir beenden, kündigt Rammstein! Stopp, Rammstein! Aufgeben tut man einen Brief, ist mir aber ein ganz wichtiger Anlass. Eigentlich wollten wir diese Veranstaltung nämlich aufgeben. Als die Corona-Maßnahmen kamen und es hieß, keine Veranstaltungen mehr, da hat unser Orga-Team ziemlich den Kopf hängen lassen. Dann haben wir erst mal gesagt, naja, warten wir es mal ab. Und dann hieß es gar keine Veranstaltung, es hieß ja erst 10.000, dann 1.000 und dann gar keine Veranstaltung mehr. Und dann kam dieses Einsperren. Und dann haben wir uns überlegt, wann wird ein Alternativtermin?
und waren schon kurz davor, ihn zu verkünden. Und dann rief mich die Ilona an. Ilona, komm mal, steh mal auf. Das ist die Ilona. Und sie machte mich darauf aufmerksam, dass es in Stuttgart, dass es da einen Anwalt gibt namens Ralf Ludwig, mit dem ich auf Facebook befreundet war und dessen Reden ich mir angehört hatte, aber es hatte im Kopf noch nicht Klick gemacht. Und dann war der Hagen, der hat am gleichen Tag dem Andi das Video von Ralf Ludwig geschickt. Und dann haben wir beide miteinander telefoniert und haben gesagt, das wäre ja eine Option. Dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und habe den Ralf Ludwig angerufen und habe gesagt, wir brauchen Hilfe. Wir planen seit Dezember, wir wollen diese Veranstaltung durchziehen, wir wollen im Zweifel klagen, aber A, haben wir keine Kohle und B, wissen wir nicht, wie es geht. Und der Ralf hat gesagt, er hilft uns. Naja, bis im März, also das war März, April, Anfang April irgendwann. Und der Ralf hatte natürlich ziemlich viel zu tun. Der hat gerade eine Partei gegründet und richtig, richtig viel Arbeit am Hintern. Und er hat sich nicht um uns richtig kümmern können, wie ich mir das hätte vorstellen wollen. Und es lief da nicht so. Und wir standen da mit den genehmigten 100 Teilnehmern für unsere Veranstaltung und dachten, scheiße, 70 aktive, 30 sonstige Zuhörer, das macht echt Sinn für so eine Bühne. Aber okay, Plan B, wir machen online, wir machen Livestream und wenn es 100 sind, dann machen wir es trotzdem, weil wir haben es gemacht. Denn der Livestream auf der Homepage, auf Facebook, Eingeschenkt.tv ist da, Nuviso ist da, wir haben es gemacht. Wir haben uns nicht den Mund verbieten lassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Mittwoch rief mich der Ralf an und sagte, mir reicht's. Also eigentlich rief er mich am Freitag letzter Woche an und sagte, wie schaut's denn bei euch aus? Und ich habe gesagt, beschissen. Wir haben gerade 100 genehmigt bekommen und die Versammlungsbehörde würde ja gerne. Die waren ja total kooperativ zu uns, aber sie durften nicht. Was sollen die gegen Gesetze machen? Es ist ja der Berliner Senat verantwortlich, nicht die Versammlungsbehörde. Die setzen ja nur um, genauso wie die Polizei nur umsetzt. Naja, er war jetzt gerade irgendwo und er würde sich am Montag beim Andreas melden und wir saßen da und wann meldet er sich endlich? Und er kam dann Montagabend, rief einen Andi an und sagte, ja, jetzt kümmert er sich drum. Dienstag früh hat er die Versammlungsbehörde angerufen. Die haben weiter auf stur geschaltet. Also nicht auf stur geschaltet, aber sie konnten es uns nicht genehmigen. Naja, Mittwochnachmittag rief er mich an und sagte, mir reicht's. Ich mache jetzt eine richtige, scharfe Klage. Und die schicke ich dir morgen früh und ich schicke dir eine Presseinfo dazu. Und da klagen wir unsere Rechte im Grundgesetz ein und wir klagen das Widerstandsrecht ein. Beim Bundesverfassungsgericht, wenn es drauf ankommt. Und ich dachte, ups, ich soll das morgen früh verschicken, ich bin ja schon auf dem Weg nach Berlin, wie soll denn das gehen? Der Junge hat die ganze Nacht gearbeitet, der hat die ganze Nacht an einer, ich weiß nicht, 30-seitigen juristischen Klageschrift geschrieben. 8.45 Uhr war die Mail bei mir im Posteingang und ich habe sie dann an die Medien verteilt. Das war Donnerstagmorgen. Er hat direkt dahinter die Klageschrift an die entsprechenden Instanzen, juristischen Instanzen verschickt. Ich glaube, so gegen 11 lag diese Klageschrift beim Berliner Senat vor. Habe ich gehört. Ob das so genau stimmt, weiß ich nicht. Und ich glaube, gegen 15 Uhr hieß es vom Berliner Senat, die Teilnahmebeschränkungen werden ab 30. Mai unter Einhaltung der Hygieneregeln beendet. Und alle, die da draußen demonstrieren, ihr habt es uns zu verdanken, dass ihr demonstrieren dürft ohne Probleme. Denn wenn wir nicht geklagt hätten, würdet ihr Probleme mit der Polizei haben. Die Teilnahmebeschränkungen wurden aufgehört, weil wir geklagt haben. Nur mal so am Rande erwähnt. Aber eins ist sicher, 2021 sind wir wieder hier. Save the date. Pfingstsamstag, 22.05. Hier, gleiche Stelle. Stop!